Hey Leute, ich bin's, MacMaverick. In dieser Anleitung zeige ich euch, wie ihr beim Samsung X-Cover 5 die SIM-Karte und die Speicherkarte microSD einsetzen könnt. Ersten Schritt müsst ihr den Deckel entfernen. Dazu habt ihr hier so eine Einkerbung. Könnt ihr ein Hilfswerkzeug nehmen oder wer möchte vielleicht auch den Fingernagel hier einfach so ein bisschen aufhebeln. Dann das Ganze öffnen. So, dann ist wichtig bei der Micro-SIM-Karte, dass ihr die auch auf die kleinste Größe hier ja, herausgebrochen oder zurechtgeschnitten habt. Dann habt ihr hier den Slot, wo ihr das einsetzen könnt. Da schiebt ihr diese Karte jetzt hier einfach hinein. So, wenn ihr sie wieder rausholen wollt, dann habt ihr hier die Möglichkeit, über diesen Hebel sie rauszuziehen, ja, und eben wieder entsprechend reinzustecken. Im nächsten Schritt könnt ihr dann hier die Speicherkarte hineinpacken, ja, die einfach hier reinschieben und schon ist das Ganze fertig. Ich hoffe, diese kleine Anleitung war hilfreich. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Sagt bis dann, euer MacPaverick.